willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelderland. Ach Gott, die letzten Tage viel organisieren, viel hin und her. Wir haben drüben unser Feld angesät, da ist der Albert gerade auf dem Weg zum Dünger kaufen. Und ja, Geld haben wir ein bisschen, glaube ich, irgendwo. Ja, Geld haben wir ein bisschen, 180.000. Wo die herkommen, sage ich jetzt nicht, aber hat halt jemand einen Fehler gemacht, sage ich mal. Aber es war ja eigentlich auch unser Anhänger, von dem her alles gut. So, das heißt aber eigentlich, dass wir uns auch einen neuen Traktor kaufen können. Wenn wir den Fiat jetzt noch verkaufen, dann stehen wir eigentlich gut dran. Albert? Oh. Ja? Und wie schaut's aus? Ich weiß gar nicht, ich finde die Adresse nicht von Neumannischen. Hey, ich rufe den mal an. Ja, versuch's du mal. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo Neumann, hast du Dünger im Angebot? Oh, da musste ich gucken. Ja. 6.700 hätte ich gerade. Jo, passt. Wie viel? Was Preis? Preis ist. Oh, gute Frage. Ja, dann überleg dir mal was. Nee, da, meine Dokumente. 1.200. Pro 1.000. Na komm, machen wir einen Sonderpreis. Weil du es bist, 1.000. Okay. Moment, ich guck grad, wie viel wir da brauchen. 3.200 Liter. Der Albert kommt vorbei. Jo. Bei dir am Hof? Er soll erstmal an meinen Hof fahren und dann. Okay, das sag ich ihm. Danke, tschüss. Tschüss. Jo. Albert? Jo. Fahr mal zum Neumann an den Hof. Jo, ich bin gleich da. 1000 Euro pro. 1000 Euro pro 1000 Liter. Schnäppchen gemacht. Machst du den Tank komplett voll? 1200 Liter. Ja, komplett voll machen. Mal gucken, wenn wir genug Geld haben, wenn das reicht für ein Feld, ne? Warte mal, der Neumann hat was, der Jürgen hat was gesagt. Der hat gemeint, wir sollten erstmal das Feld, den Wald abholzen voll und dann erst verkaufen. Weißt du, dass wir das Holz da noch rausschlagen. Machen wir halt mal so eine Aktion, ne? Jo, bin gerade am überlegen, wo unser Frontlader steht. Der steht im Wald oben. Aber wir bräuchten jetzt trotzdem noch einen Traktor. Sonst können wir nämlich das andere Feld nicht tiefenlockern. Was machen wir denn da? Mit der Kohle, das ist immer so eine Sache für sich. Ja, sollen wir uns einfach mal den Case holen? Den 7250? Ja, klar. Und dann bin ich aber schon am überlegen, ob wir uns auch einen größeren Gruppe holen. Müssen wir mal gucken, wenn da hier so ein Frontlader mit dran passt, ne? Ach so, das wäre geschickt, ne? Ich bin erstmal auf dem Hof hier. Bei wem? Ach hier, da ist doch der Herr Neumann. Ne, da passt leider kein Frontlader dran. Aber das wäre gut, wenn wir ein zweites Frontladerfahrzeug hätten. Da muss man mal gucken, da gibt es bestimmt noch, wenn das ein paar, weil so viele Felder haben wir ja nicht, ne?
hier gepachtet oder unteignen. Wenn ein paar km/h hier langsamer fährt, ne, das, dann geht's ja auch. Ja, ich denke, viel wichtiger wäre, dass er. Und ein Front da daran passt, ne? Ja. Geht so eine Zange mit dazu, ne? Dann kann man die Bäume schön nehmen damit. Hier so eine, weißt du, hier so eine Mistgabel hier mit Greifer, ne? Die reicht ja aus. Ich rufe mal, der Neumann soll mich nochmal anrufen, gleich. Oh, der fährt gerade hier. Jo, also, bis gleich. Volker Varuna, hallo? Hallo, Varuna, ich bin's nochmal. Wie schaut's eigentlich dann aus wegen dem Bio, Siegel dann? Das Bio-Siegel. Also, wie es dann ausschaut, wegen Bio dann einen Hof Bio bewirtschaften oder? Ja, sie müssen halt sicherstellen, dass sie keine Fremden oder keine Schadstoffe, also ja, Chemikalien verwenden. Na, das tue ich ja lange nicht mehr und aber nur funktioniert das dann, weil auf der Apfel, wenn das dann wäre, auf der Apfelplantage bräuchte es dann Chemie, sag ich mal. Aber das geht dann schon trotzdem noch, oder? Ja, das hat ja mit ihrem Hof, mit ihren Schafen nichts zu tun. Ja, eben. Dann, also von mir aus könnt ihr mal auf eine Kontrolle kommen. Ich habe nichts zu verbergen. Ich denke, die Kontrolle kommt dann unangekündigt. Ja, können Sie kommen. Ja. Ja, ich würde gern wissen, wo mein Auto steht, aber. Okay. Ja, Ah, gerade. ja. Okay. Wenn du vorm Haus stehst, rechts. Schon gefunden. Okay. Gut. Kriegt ja keine zu sprechen. Entweder sehen die mich nicht. Ey, du musst hochgehen. Da, wo der Niklas auch ist, ne? Und der Leon Genau. Müller, ne? Ja. Ich glaube, ich vertick das Auto jetzt tatsächlich und holen wir uns noch einen. Und dann holen wir uns einfach noch einen größeren Traktor. Ja, was soll denn das? Und wenn es nur das 6M ist, ist mir wurscht. Aber wir brauchen noch ein Fahrzeug auf jeden Fall, um das Feld bearbeiten zu können. Und eben auch noch ein Fahrzeug. Oh. Ein Fahrzeug, um eben die Forstwirtschaft vorantreiben zu können. Und dafür müssen wir einfach das eine oder andere. Hier umdisponieren, was unser Equipment angeht. Das ist nun mal so. Heißt für uns jetzt, wir holen uns den 6M. Wird wohl so sein. Mit Frontlader. Und dann können wir noch ein paar Bäume aus dem Forst holen. Oh, der beschlagene Rückspiegel, der nervt auch so ein bisschen. Irgendwie, warum fährt denn das Auto nicht schneller? Ich fahre eigentlich, habe ich den Tempomat viel höher eingestellt, aber irgendwie kommt er nicht ran.
So, das ist aber das letzte Mal, dass ich dieses Auto verkaufe. Ich werde es nicht wieder zurückkaufen. Wir müssen mehr sinnvolles Equipment haben. Volker Varuna, hallo. Hallo, hier ist der Richter von der Polizei. Hallo, Herr Richter. Ich wollte fragen, weil wir haben jetzt noch den Auftrag mit dem Wasser bekommen. Mhm. Brauchen wir da, wir brauchen noch da Holz, oder? Holz brauchen Sie nicht. Ich weiß nicht genau. Schauen Sie mal rein, was Sie da benötigen für. Steht da nicht drin. Doch, steht, müsste eigentlich drin stehen. Mhm. Herr Varuna, der ist nicht in der Liste. Also wir sitzen hier gerade im Auto zu zweit. Ja. Der ist nicht in der Liste. Der ist nicht auffindbar in der Produktionsliste. Haben Sie es denn schon gekauft? So, weil. Ja. Und ja. Ich stehe mit meinem VW bei Ihnen. Bei mir. Ja. Sitzen Sie hier in dem Auto? Ja, ist schon gekauft. Nee, nee, ich sitze in bei. Steht doch da, was da, wer braucht, Also, nee, Holzscheite schon... oder Holzkohle? Holzscheite oder Holzkohle. Ja. Haben Sie davon irgendwas? Weil Sie haben ja das Sägewerk. Noch nicht, ist aber in Gange. Wenn der Händler mal hier wäre, würde ich ein bisschen Sachen veräußern wollen und ein paar Sachen kaufen. Ja, ich bin ja auf dem Weg zum Händler. Okay, dann bis gleich. Jo. Dann können wir das alles bequatschen. Danke, tschüss. Tschüss. Muss die Polizei. Danke dir. Jürgen. Moment, bitte. Zeit. Jürgen? Hä? Ja? Hallo? Ja, Jürgen, ich rufe dich ja an, dann ist man keine Verbindung, was ist los? Da war ich auch nicht so, was ist los? Grundbuchamt. Ja? Ich möchte was kaufen. Ja, was denn? Moment kurz, ja, ich komme sofort. Ja, sag schon mal was. Die Holzkohleproduktion. Ja. Was kosten die? Du bist das Finanzamt, Grundbuchamt. Du musst doch wissen. Ja, ich bin gerade nicht mehr ein. Hä? 21.880. 26.265. Also 27.000. Heute ja. Überweise ich dir. Ja, bitte. Nee, warte, ich überweise dir nur die Steuer. Ja. 27 habe ich gesagt, gell? Dann sind es 5,2. Überweis mir mal 4.377. Also 4.400. Ja. Gut, mach ich. Jo. Mach ich. 4.000, was haben wir? 4.400. Ja. Hallo. Gut, passt. Jo, ciao. Danke, tschüss. So. So. Da sind sie ja endlich. Ja. Gut, ich mache aber ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo. Jo. So. Haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.